Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video in meiner kleinen Welt. Ja, man könnte sagen, wie beim Film Klappe die zweite, weil ich habe euch gestern schon mal das Video zur Glossybox abgedreht. Und dann habe ich auf einen falschen Knopf gedrückt und dann war es das mit dem Video. Deswegen machen wir das Ganze einfach nochmal, ne? Doppelt hält besser. Das ist die Glossybox für November, wunderschön in Gold und Rot. Ich finde die Boxen ja wirklich immer bezaubernd. Nur aufheben kann man sie nicht alle und deswegen nutze ich sie oft, um Sachen zu verschicken oder Sachen nett einzupacken. Ja, einfach um sie wieder zu verwerten. Ja, dieses Mal ist das Motto Golden Champagne, passend zur Weihnachtszeit, finde ich. Ja, ich weiß schon, was drin ist. Zeige es euch aber, weil ihr wisst nicht, was drin ist. Diesmal ist es, ich habe es nochmal zugemacht, mit einem goldenen Schleifchen und wunderschön verpackt mit einem roten Papier. Ich mache das jetzt mal auf. Und viele haben es vielleicht schon in der Sneak Peek gesehen zu der Glossy Box. Da ist diesmal ein Wimpernserum drin und zwar dieses hier. Ihr Lieben, ich muss mal eben meine Brille aufsetzen. Ich habe das sonst immer nicht so mit dem Lesen. Ich versuche so ein bisschen runter zu gucken. Und zwar das Nutralash Wimpernserum. Finde ich total klasse. Hat einen Preis von 29,90. Hat auch wirklich eine, finde ich, sehr, sehr schöne Verpackung. Das hat sich ganz gut getroffen, weil meins gerade leer ist. Wie gesagt, habe ich ja eben schon mal gesagt, in dem Heft sind ja wieder die Preise und alles drin. Kostet 29,95. So, ihr Lieben, dann gab es oder gibt es von Elnette Paris Deluxe Elnette Loves Fashion eine Limited Edition. Starker Halt, leichtes Ausbürsten. Ich muss mal gucken. Also ich bin jetzt nicht so der Haarspray-Mensch, aber ich finde, das hat so eine nette kleine Größe. Das kann man sich in die Handtasche packen. Also in meine passt es auf jeden Fall rein. Die ist ein bisschen größer als andere. Ja. Das werde ich auf jeden Fall benutzen und aufbrauchen. Das ist übrigens eine Originalgröße mit 75 Milliliter, also so eine Limited Edition Größe. Ich habe gestern auch so ein bisschen gestaunt. Ich habe mir den Preis nicht gemerkt. Achso, 1,95 kostet das gute Stück. So, dann ist in diesem kleinen, wundervollen Päckchen enthalten ein Highlighter und Eyeshadow von Bella Pierre Cosmetics. Das ist dieses gute Stück, das packe ich euch mal aus. Das ist wunderschön, muss ich wirklich sagen. So eine kleine, schwarze, einfache Verpackung. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen sehen. Ja, so kann man das ganz gut sehen. Das hat so eine Wellenform. Ich swatche euch das auch mal. Das ist wirklich, wirklich... Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt das sehen, aber müsstet ihr eigentlich... Also ein ganz schöner Schienen und ich habe es nicht behalten, aber das gute Stück war gar nicht so billig. Ja, 20 Euro, das sind 3 Gramm, kostet dieser Lidschatten. Damit wären wir mit diesem Revitalash 29 Euro plus 20 sind schon 49. 49, 50, 51 Euro sind wir schon mal mit diesen Sachen. Dann ist da drin enthalten von Max Factor eine Lip Butter in der Farbe 112 Matte Perfect Plum. Das ist dieses gute Stück. Übrigens nicht wundern, ich habe auf meinem kleinen Finger rosanes Acryl. Ich wollte das mal ausprobieren. Den swatche ich euch auch mal eben. Also der ist schon, der hat schon eine ordentliche Farbe. Könnt ihr es sehen? Aber wenn ihr mal... Wenn ihr das mal anguckt, dann sind diese beiden Farben zusammen, die ergeben wirklich eine wunderschöne Kombination, ja. Das kann man nicht anders sagen. Auf den Augen diesen wundervollen Ton, wie heißt der denn eigentlich? Das habe ich euch gar nicht gesagt, ne. Müsst ihr mal gucken. Sultry. Ja, das ist wirklich, also ich, wie gesagt, ich finde die Kombination total schön. Und diese habe ich mir auch nicht gemerkt, ne. Also das mit dem Merken, das ist ja nicht so meins. Aber gesehen hatte ich den schon, ich glaube 8,99 oder so. Ja, 8,99, also 9 Euro.
Und ich glaube, wir waren jetzt schon bei 52, sind 61 €. Was mich sehr, sehr gefreut hat, ist dieser wundervolle Pinsel hier von Luxury. Das ist ein Blenderpinsel, Tapered Brush. Hat so ein wunderschönes Roségold hier oben oder Kupfergold. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Ich weiß nicht, seht ihr das hier, so eine Einbuchtung? Da kann man den wundervoll mit halten. Und zwar ist das Luxy 702 Tapering Blending Brush. Und jetzt, Leute, da habe ich mich wirklich, da habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich den Preis gesehen habe von dem Pinsel. Und auch den habe ich mir nicht gemerkt, obwohl ich so gestaunt habe, ihr Lieben. Ich suche ihn mal eben. Also das ist immer so ein bisschen dieses Rumgeblätter an diesem Heftchen. Ich glaube, der war ganz vorne, wenn ich das richtig weiß. So, Moment. Kann sich nur noch um Stunden handeln, ihr Lieben. Ich finde ihn gleich. Einen Moment bitte. Ich finde ihn nicht mehr. Was ist denn los? Ach, da vorne. Ganz vorne. Hier, ganz vorne ist er. Und dieses gute Stück kostet 28,30 €. So, und was habe ich jetzt eben gesagt? Jetzt muss ich schon wieder in 52, 52, 61. 80, 89, also roundabout 90 €, denn wir haben hier noch eine Probegröße des Ice Shower Gel Sport von Ritual of Sakura. Ich finde, also für mich persönlich sind das alles Sachen, die ich total klasse finde. Ich finde diesen Pinsel wunderschön und der ist unglaublich weich, der gleitet ganz toll. Ich mag diesen Highlighter Eyeshadow. Das ist ja, ne, ich brauche nichts dazu sagen. Das ist genau meine Farbe. Mit der Lip Butter, Leute, ich weiß es noch nicht. So ganz ist das nicht meine Farbe, aber ich werde es einfach mal probieren. Und ansonsten, den kann man ja oben desinfizieren. Weiß ich schon, wem ich den weitergeben würde, weil der lieben Andrea würde dieser Lippenstift wundervoll stehen. Und ich guck mal. Wir gucken mal. So, ihr Lieben, die Glossy Box kostet im flexiblen Akku, Akku habe ich, ja, super. Im flexiblen Abo 15 €. Ihr könnt die auch jährlich kaufen, dann müsst ihr sie auf einmal zahlen. Ich glaube, kostet 12,50 € irgendwie so um den Dreh. Ja, Glossy Box, Boxen allgemein, habe ich mit euch schon drüber gesprochen. Das sind nun mal Überraschungsboxen und eigentlich sind die Boxen dafür da, dass man neue Produkte kennenlernt. Und in dieser Box sind definitiv Produkte, die ich nicht kenne, die ich ganz toll finde, also die jetzt gerade auch farblich zu mir wundervoll passen. Bis auf den Lippenstift, da gucken wir mal. Aber alles in allem ist so eine Box, ja, so eine Kennenlernbox, um vielleicht auch mal Produkte kennenzulernen, die man noch nicht hat. Wenn man jetzt schon jahrelang so eine Box bezieht, oder sich ständig die neuesten Sachen kauft, muss man sich überlegen, muss ich so eine Box wirklich haben? Ja, nein. Wie gesagt, bis jetzt die Glossy Boxen, die ich hatte, fand ich gut. Die Produkte habe ich gebraucht, habe ich verbraucht, habe die auch schon in meinem Aufgebraucht gesehen. Und ansonsten finde ich, gibt es nichts mehr dazu zu sagen. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Bis dahin, ciao.